Was ist Wahrheit? Vor einiger Zeit war ich bei einer Party eingeladen. Mit einem der Gäste kam ich ins Gespräch. Wir kamen auch auf den Glauben zu sprechen. Und ich konnte bezeugen, ich glaube, Jesus Christus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und da sagte mein Gegenüber, naja, das kannst du gerne für dich als subjektive Wahrheit annehmen, aber bitte vertritt das nicht als eine Wahrheit, die auch für mich und für alle anderen gültig ist. Wenn man nach dieser Sichtweise geht, dann hätten wir ja zwei Wahrheiten im Raum. Der eine sagt, ich glaube, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und der andere sagt, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden. Das ist deine Meinung. Ich glaube, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass es solch eine objektive, absolute Wahrheit nicht mehr geben soll. Nach 1945 spricht man im Bereich der Ideen- und Geistesgeschichte von der Postmoderne. Die Postmoderne kennzeichnet sich dadurch oder ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht mehr von absoluten und objektiven Wahrheiten ausgeht. Die Wahrheit ist etwas, was im Subjektiven für wahr gehalten wird, aber nicht objektiv verbindlich ist für den Nächsten. Neu ist das alles nicht. Schon vor 2000 Jahren ist man der Wahrheitsfrage aus dem Weg gegangen und hat sie ins Bereich des Subjektiven hinein verschoben. Wollte die Frage nicht an sich heranlassen. Und vielleicht kennen Sie das auch von sich. Man will sich dieser Wahrheitsfrage nicht stellen. Man fürchtet sich vor ihr. Wir wollen heute in ein Gespräch hineingehen, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Der Prozess gegen Jesus. Jesus muss vor Pilatus erscheinen. Und er steht dort als die Wahrheit Gottes. Und Pilatus kommt mit diesem Jesus ins Gespräch. Johannes 18, dort wird darüber berichtet, ich lese ab Vers 33. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Drei Gedanken dazu. Gottes Wahrheit demaskiert die Lüge. Gottes Wahrheit geht ans Kreuz. Und Gottes Wahrheit stellt in die Entscheidung. Gottes Wahrheit demaskiert die Lüge. Jesus sagt, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Was ist das für eine Wahrheit, die Jesus bezeugt? Wir müssen bedenken, dass Jesus in eine Welt kommt, die vom Teufel beherrscht wird. Jesus sagt es in Johannes 8 zu den Juden und den Anführern der Juden und letztlich damit auch zu allen Menschen,
Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und Jesus tritt damit dem Teufel entgegen und zeigt, dass er der Lügner ist von Anfang an. Wenn man die ersten Seiten der Bibel aufschlägt, dann sieht man, wie er hier mit einer Lüge die Menschen auf seine Seite zieht. Und seither wird die Menschheit von Lügen geradezu eingesponnen, sodass die Menschheit die Wahrheit Gottes nicht mehr sehen kann. Und das müssen wir uns vor Augen führen, dass wir in dieser Welt, in der wir Gott nicht sehen können, so schön sie auch ist, so schön das Leben auch ist, so herrlich Gottes Schöpfung auch noch sichtbar ist, dennoch abgeschnitten sind von Gott und damit abgeschnitten von der Wahrheit Gottes. Und Gottes Wahrheit muss erst in diese Welt hineinkommen, in der Person Jesus Christus, damit uns überhaupt die Augen dafür geöffnet werden, dass er die Wahrheit ist, dass es Gott gibt, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir wieder zu Gott zurück müssen und dass es einen Teufel gibt, der uns verführt und der uns mit Lügen versucht, von Gott fernzuhalten. Es ist ja eine der ganz großen Listen des Teufels, dass er sich geradezu unsichtbar gemacht hat. Heute denkt man doch, es gibt keinen Teufel. Ach, das ist doch nur eine Figur aus dem Mittelalter. Jesus kommt in diese Welt hinein und sagt, nein, der Teufel ist eine Realität. Und er ist der Lügner und der Mörder von Anfang an. Das müssen wir wissen. Jesus ist ein König, der in diese Welt gekommen ist, um die Wahrheit zu bezeugen. Und damit ist er wie ein Licht, das in einen tief schwarzen, dunklen Raum hineinkommt. Unsere Welt ist dieser tief schwarze, dunkle Raum. Und jetzt kommt Jesus, das Licht der Welt, und wir sehen die Wahrheit, wie sie ist. Und wir erkennen, dass es einen Teufel gibt, der uns versucht, von Gott fernzuhalten. Und ich möchte Ihnen das so sagen, wo immer wir in dieser Welt unterwegs sind, ob wir den Fernseher anschalten, ob wir das Radio hören, ob wir im Internet unterwegs sind, ob wir Bücher lesen, ob wir uns mit Philosophie beschäftigen, mit den Weltreligionen, an allen Ecken und Enden werden wir von Lügen verführt. Es ist ganz schwer, die Wahrheit herauszufinden. Und Jesus ist gekommen, um dieses Suchen des Menschen, auch ihr eigenes Suchen, zu beenden und die Wahrheit zu bezeugen und den Weg zu zeigen, wie man zurückkommt zu Gott. Wie man aus diesem Stimmengewirr dieser Welt, aus den Lügen dieser Welt herausfindet zur Wahrheit Gottes. Jesus sagt hier, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Der Teufel will uns glauben machen, dass es nur diese eine Welt gibt, nämlich seine Welt, die er beherrscht. Er will, dass wir glauben, dass es nur dieses eine Leben gibt und dass es keinen Ausweg aus dieser Welt in Gottes Welt gibt. Das will er uns glauben lassen. Und deswegen spinnt er uns ein in ein Netz von Lügen, um uns den Blick zu verstellen für diese andere Welt, für diese Gotteswelt, für die Welt, die Jesus bezeugt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Es gibt eine andere Welt. Es gibt eine Gotteswelt. Es gibt eine ewige Welt. Und Jesus ist gekommen, um zu bezeugen, dass es diese Welt gibt und dass es einen Weg in diese Welt hinein gibt. Das ist die Wahrheit Gottes. Und Jesus bezeugt sie und er reißt damit dem Teufel und seinen Lügen die Maske ab. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie können wir Wahrheit erkennen? Indem wir zu den Worten Jesu kommen, indem wir zu den Worten der Bibel kommen, indem wir auf Jesus hören, hören wir die Wahrheit. Und diese Wahrheit macht uns frei von der Macht des Teufels, von der Macht der Lüge. Und wir werden frei für den Weg zu Gott. Kommen wir zum Zweiten. Gottes Wahrheit geht ans Kreuz. Jesus erscheint hier in diesem Prozess vor einem menschlichen Richter. Der Sohn Gottes ist bereit, sich von Menschen beurteilen und aburteilen zu lassen. Können wir uns das vorstellen? Gott selbst liefert sich einem menschlichen Gerichtsprozess aus. Das ist die Wahrheit, dass hier nicht irgendein Mensch steht, sondern dass hier der Sohn Gottes selbst in einem Gerichtsprozess abgeurteilt wird, damit wir diese Wahrheit begreifen. Damit wir verstehen, wer da vor Pilatus steht, müssen wir beten. Wir müssen beten, Herr, öffne mir die Augen. Herr, öffne mir die Augen, dass ich das verstehe und sehe, dass hier nicht irgendein Mensch verurteilt wird, sondern dass hier der Sohn Gottes, die Wahrheit Gottes selbst, von Menschen zum Tode verurteilt wird. Das ist die Wahrheit, die wir nur erkennen können, wenn Gott selbst uns dafür die Augen öffnet. Jesus sagt, ich bin ein König in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und Pilatus weicht jetzt dieser Frage aus, indem er sagt, ja, was ist denn Wahrheit? Ja, das ist das Ausweichen vor der Wahrheitsfrage und ich hoffe, dass Sie jemand sind, der nicht wie Pilatus dieser Wahrheitsfrage ausweicht, sondern dieser Wahrheit ins Auge blickt. Wir müssen uns das vorstellen. Pilatus blickt Jesus der Wahrheit ins Auge. Aber er kann diesen Blick nicht standhalten. Er weicht aus. Ja, was ist denn Wahrheit? Die Menschen haben sich schon immer gefragt, was denn Wahrheit ist. Und dabei sind Religionen herausgekommen, Ideologien, Weltanschauungen, Philosophien, Lehrgebäude, Denkschulen, Halbwahrheiten und Lügen. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit bekommt hier in dieser Situation einen Namen, Jesus Christus. Ein Gesicht, eine Person. Es geht bei der Wahrheitsfrage nicht um Lehren, Theorien, Philosophien und Ideologien, sondern es geht um die offenbarte Wahrheit Gottes in der Person Jesus Christus. Jesus hatte kurz vorher zu seinen Jüngern gesagt, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus ist die von Gott offenbarte Wirklichkeit. In seiner Person bekommen wir die Wirklichkeit über uns und diese Welt offenbart. Und das Geniale ist, dass wir mit dieser Wahrheit eine Beziehung eingehen können. Wir können mit dieser Wahrheit ins Gespräch kommen.
Und ich möchte Sie dazu herzlich einladen. Nehmen Sie das Gespräch mit Jesus auf und fragen ihn, bist du wirklich die Wahrheit? Bist du es wirklich, die Wahrheit in Person? Und wenn du wirklich die Wahrheit bist, dann zeige du mir, dass du die Wahrheit bist. Das ist das Geniale an dieser Wahrheit Gottes, dass wir mit ihm selbst persönlich ins Gespräch gehen können. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Nehmen Sie Kontakt auf mit Jesus und fragen ihn, bist du die Wahrheit Gottes, zu der ich kommen muss, um die Wahrheit über mich und die Wahrheit über Gott und das Wesen dieser Welt zu verstehen. Aber ein Entscheidendes muss dabei bedacht werden. Was passiert jetzt mit dieser Wahrheit? Diese Wahrheit wird in diesem Prozess gegen Jesus zum Tode verurteilt. Pilatus stellt zwar die Unschuld Jesu fest, wir können das hier lesen in Vers 38, ich finde keine Schuld an ihm. Und doch verurteilt Pilatus Jesus zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Wahrheit. Jesus muss sterben, damit unsere Sünde bezahlt wird. Damit das, was an uns vor Gott nicht in Ordnung ist, weil wir in der Lüge gelebt haben, weil wir dem Teufel geglaubt haben, weil wir nicht zur Ehre Gottes gelebt haben, sondern zu unserer eigenen Ehre, weil wir die Gebote Gottes nicht beachtet haben, brauchen wir ein Opfer für unsere Sünden. Und deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen, um dieses Opfer zu werden. Deshalb liefert er sich diesem menschlichen Prozess aus, um sich hinrichten zu lassen. Jesus weiß, was er tut, tut er für dich und für mich. Er stirbt am Kreuz. Nicht wegen eines irrtümlich so gelaufenen Gerichtsprozesses, sondern weil er sehr bewusst sich auf den Weg gemacht hat, um dieses Opfer zu bringen. Ein Opfer für Sünden. Für ihre Sünde, für meine Sünde. Luther hat einmal gesagt, die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Nun greife zu, welches du willst. Ja, welches willst du? Willst du selber mit deinen Sünden vor Gott erscheinen? Dann wirst du nicht bestehen können. Dann wirst du auf ewig verloren gehen. Aber wenn du deine Sünde nimmst und sie Jesus im Gebet abgibst, sie bekennst, dann wirst du sie los und dann ruht diese Sünde auf Jesus und er geht mit dieser Sünde in den Tod. Das ist die Wahrheit, dass es ein Opfer braucht für deine Sünden, damit du frei wirst von der Sünde und frei wirst für ein ewiges Leben in Gottes ewigem Reich. Das ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, müssen wir zu Jesus kommen. Wenn wir die Wahrheit über uns und über Gott verstehen wollen, müssen wir zu Jesus kommen, müssen wir zum Kreuz kommen. Dort wird die Wahrheit Gottes offenbar. Ein drittes. Gottes Wahrheit stellt in die Entscheidung. Jesus sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus ist der Wahrheitsfrage aus dem Weg gegangen. Was ist Wahrheit? Er weicht aus, er taktiert, er schiebt es von sich. Er will es nicht wirklich wissen, wer Jesus ist.
Er verurteilt den Unschuldigen zum Tode. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, sagt Jesus. Pilatus hat die Stimme Jesu nicht gehört. Er hat sie wohl gehört, akustisch, aber nicht mit dem Herzen. Wenig später leidet Jesus am Kreuz und er stirbt. Und während Jesus stirbt, steht unter dem Kreuz ein römischer Hauptmann. Und dieser Hauptmann sagt, als Jesus stirbt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Diesem Römer wurden die Augen geöffnet. Der Mann, der dort am Kreuz stirbt, ist kein normaler Mensch. Der Mann, der dort hingerichtet wird, muss der Sohn Gottes sein. Das ist die Wahrheit. Diesem Römer werden die Augen geöffnet. Das, was bei Pilatus nicht stattfand, das findet nun bei diesem römischen Hauptmann statt. Er begreift, wer Jesus ist. Jesus stellt auch sie in die Entscheidung. Hören sie die Stimme Jesu? Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und ich wünsche es ihnen von Herzen, dass sie im Wort Jesu die Stimme der Wahrheit, die Stimme Gottes hören. Und wenn sie zu Jesus kommen und mit ihm ins Gespräch kommen und bei ihm ihre Sünden abladen, dann werden sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Und sie werden in dieses ewige Reich kommen, das Jesus denen verspricht, die seiner Stimme folgen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.